Transport- und Behältermanagement hört sich vielleicht langweilig an, aber für mich ist es super vielseitig und abwechslungsreich. Du arbeitest ja hier im Transport- und Behältermanagement. Was ist da eure Aufgabe? Im Transport- und Behältermanagement bei Schmitz Cargowohl kümmern wir uns um die konzernweiten Transporte, um die Bereitstellung der Behälter und Dimensionierung von Lieferketten im Transport- und Behälterbereich. Und schlussendlich auch, wenn man für den Transport guckt, das Thema Nachhaltigkeit wird immer wichtiger. Ne? Wir müssen uns anschauen, welche Alternativen haben wir, Transporte zu gestalten, nachhaltiger zu gestalten, Transportstrecken zu reduzieren. Das wird sicherlich ein Schwerpunkt für die Zukunft für uns sein. Warum bereitet es dir so viel Freude, in der Logistik zu arbeiten? Ich arbeite schon sehr lange in der Logistik, eigentlich seit meinem ganzen Vita-Lebenslauf bei Schmitz Cargowohl. Und mir hat es immer super viel Spaß gemacht, weil ich bis heute viele Bereiche kennengelernt habe und keiner wie der andere war. Und trotzdem in allen Bereichen Schnittstellen zum Produkt selber hatte, zur Produktion selber hatte, aber auch zu externen wie Lieferanten oder Spediteuren wie in diesem Fall. Also dass diese Bandbreite an unterschiedlichen Themen, die man in der Logistik bearbeiten kann, die ist halt phänomenal. Was findest du am besten bei euch in eurem Team? Ja, ich finde die Leute am besten. Also die haben einen absoluten Drive, die haben eine Leidenschaft für ihre Aufgabe, die kommen mit neuen Ideen und Bereitschaft, die Ideen umzusetzen, ins Team hinein. Also wir haben eine ständige Dynamik drin und das macht einfach riesen Freude, mit denen zusammenzuarbeiten. Wie unterstütze ich Schmitz Cargowohl in deiner beruflichen Entwicklung? Ich hatte das Glück, ich durfte beim Talentmanagement-Programm mitmachen, habe ein total cooles Assessment auch hinter mich gebracht, habe daraus für mich Feedback bekommen, wo ich vorher gar nicht gedacht habe, dass das so wertvoll für mich ist, und kann eigentlich jedem empfehlen, dass man das einmal macht. Es ist zwar stressig und anstrengend und man muss sich nicht unbedingt in die Situation begeben, aber was man daraus bekommt, ist schon richtig cool. Du bist ja Mutter von zwei Kindern. Wie lässt sich das miteinander vereinbaren? Das lässt sich gut miteinander vereinbaren, aber es ist herausfordernd. Ne? Also man braucht ein paar Gegebenheiten, wie ich sag mal, eine Flexibilität auf der einen Seite, vom Arbeitgeber Unterstützung, eine eigene Organisationsfähigkeit. Aber was die Grundvoraussetzung, glaube ich, ist, ich habe einfach riesen Freude an meinem Job. Und für mich ist der Job, also neben der Familie, ich liebe meine Kinder, aber eine richtige Voraussetzung, um mich gesamtheitlich wohlzufühlen. Und deshalb kriege ich das auch hin mit meinem Mann zusammen, dass wir das organisiert bekommen.